Sollte man was sagen? Oder wäre nicht vielleicht mehr gesagt, wenn man nichts sagt? Vor 3 Tagen bin ich mit einer Fähre von Lanzarote nach Fuerteventura gefahren. Es war schon dunkel. Wir entfernten uns vom Hafen und nach einer halben Stunde war die Hafenstadt Playa Blanca so weit entfernt, dass man die Stadtlichter von weitem wahrnahm, wie ein, aus meiner Sicht, Asteroidengürtel aus Diamanten, umgeben von dem Schwarz des Nachthimmels und der Dunkelheit der See darunter. Das Erstaunliche war, dass ich mich, trotzdem ich mich so unglaublich verloren fühlte, aufgrund dieser subjektiven Sicht der Dinge, ich mich wundervoll fühlte. Denn mir wurde etwas absolut Grundlegendes bewusst, was ich gerne mit euch teilen würde. Ich befand mich also auf diesem Schiff inmitten des Atlantischen Ozeans, umgeben von Kanarischen Inseln. Hätte auch sonst wo sein können. Ich war da, ihr wart da, jene waren dort. In Anbetracht dessen, dass Zeit und Raum unendlich sind, gibt es nichts, woran man sich festhalten kann. Demnach gibt es keinen Grund, jemals Angst zu haben. Und da Angst das ultimative Gegenteil von Freiheit ist, sind wir alle eigentlich völlig frei. Also, Haubitze, Käse, Lampe, Wand, whatever. Who gives a fuck? Tschüss. Wenn es schmeckt, dann schmeckt es, wa? Und es schmeckt. Sehr schöne Beleuchtung hier. Sehr schöne Beleuchtung. Es offenbart sich mir inmitten dieser Lampe ein Kruzifix. Meine subjektive Interpretation dieser Erscheinung. Würde ich mehr trinken, wäre es vielleicht was anderes. Ein Schwert kommt mir in den Sinn. Noch 10 Sekunden, meint er. Naja, 5, 4, 3, 2, 1. Tschüssi!